Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Red Dead Redemption 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir folgen jetzt dieser Spur hier, die wir letztes Mal gefunden haben. Das ist ein Cliffhanger auch. Ach du. Look on my words. On my rocks. Meine Notiz gefunden. Ach du Kacke. You poor bastard. Me. Haben wir jetzt die Teile der zerrissenen Landkarte, um es zu lüften, das Geheimnis. Look on my words. Alter. Eine Art Kopfgeldjagd haben wir jetzt auch. Ja gut, dann will ich auch immer wieder mein neues Pferd holen. Okay, dann haben wir jetzt einen Teil der zerrissenen Landkarte. Dann müssen wir natürlich weiter irgendwelche Landkarten finden, damit wir, das Geheimnis lüften können. Also, das war schon krass, ne, mit dem Mord. Also, boah. Das war schon nicht schlecht, ey. Leute, na gut, den Rest können wir jetzt auch zu Fuß lehnen. It's Arthur. You can tell me later. Ja, wenn jetzt hier, wir haben so ganz viele. Hey Arthur. Fishcat, all good? Ah, okay. Aber andere Finger aufspießen, da bin ich nicht interessiert. Und das hier im Haus. Ein Hof überfallen. Ja, gut, hab ich dabei. I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash.
They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Good. It's up north, on the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Sure, more or less. Dann machen wir das doch. Okay, cool. Dann fahren wir jetzt hier mal einen Hut, ne? Geld kann ich immer gebrauchen. Geld kann ich immer gebrauchen, insofern wäre das für mich genau die richtige Aufgabe. Achso, wird vorgespult, auch nicht schlecht, nicht gut. Okay, we're pretty close now. Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. Okay. Für so ein Haus wäre das ja manchmal übel, ne? There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. This desk could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Well, I think we need to draw them out somehow, and I got an idea. Follow me. Ich folge dir. Ja, ob das wieder gut geht, ich hoffe mal, ne? Ein bisschen Geld könnte ich gebrauchen. I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. Ja, schon da. Ich habe nochmal eine Handschuhe begutachtet. Hey, keep it down. I hear voices. Bett. Muss ich dich mal ducken? Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Stay quiet. Creepers, Finn. Don't score notions in the dippy Plymouth's head. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can hollygag all the now day long, because Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gulper, or I'll flagger your felt, I will. Your niece will pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Okay, wie du meinst.
Oh, das könnte aber... da bin ich gespannt, wie er die ablenken will. Okay. Die Leute, ne? Glaube. What the hickory happened here? We got to put this out, don't you? Oh. Hey, aquí locos? Think blessed now, Arthur. Let's take them out quick. The rest will be on their way. Okay, müssen wir jetzt auch schon. Okay. Oh, was? Nein. Aua. Na, tschüss. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir das leise machen. Bad. Wie ist der ins Feuer? Oh nein, da ist nicht der ins Feuer gelaufen. Was kannst du eigentlich? Oh nee, oder dann nicht das. I'll create a little distraction, then you jump them, okay? Jetzt halt umbringen willst, wenn du kannst. Kind of distraction. Okay, jetzt muss er warten. Okay, jetzt lebst du mit noch, danke. Ja, das ist halt irgendwie doof, wenn die KI halt stirbt und du halt deswegen einfach mal machen musst. Hm. Wo sind die denn? Das ist irgendwie immer Plan. Ja, aber da irgendwie ein paar Schüsse in die Brust aushalten. Ja, natürlich. Ja, kann ein paar Schüsse in die Brust aushalten. Schieß doch! Hallo, du kannst natürlich auch schießen, ne? Okay, machen wir es so. Ja, so gut verteidigen den Scheiß jetzt auch nicht. Ich hab Miete damit dabei, ne? Sehr gut. Look what we have here.
I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah. You take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Ja, $150 damit gemacht, ja, sehr gut, okay. Oh, okay, hätten wir es. Geil. Ja, war ein toller Überfall. Echt ein toller Überfall, das kann man. Kann man hier gar nicht anders sagen. Es war echt nicht das, was heißt. So. Nice. Sehr gut. So, hatten wir es geschafft. Halt mein Geld. Geil. Dann verdienen wir gleich das nächstes Geld noch ein bisschen Kopfgeldjagd hier. Dann können wir natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Hoffentlich wäre es geil. Ich hoffe, dass es auch geht. Noch jemand? Wer kann nicht kochen? Ja, können wir dann auch mal machen. Na, ich habe hier ganz schön viel Fleisch. Wenn man mal kochen müsste. Lagern. Oder einmal können wir tatsächlich essen, tatsächlich. Genau, dann kochen wir das mal. Jetzt essen wir mal. Ja, also noch zweimal können wir, glaube ich, kochen. Lagern. Und noch mal lagern. Fleisch geht nicht mehr, klar, aber dann ja, können wir noch diese wunderschönen Steaks hier kochen. Diese das erste sind die Rindfleisch. Hätten wir jetzt, dann haben wir das schon mal fertig gekocht, dann haben wir das wenigstens, würde ich sagen. Und dann können wir uns Richtung Valentine aufmachen und ich würde sagen, die Kopfgeldjagd würden wir dann doch eher in der nächsten Folge machen. Genau. Und fertig, genau. Und das Wildfleisch hier, na, würde ich auch sagen, dann haben wir es fertig. Gut, hätten wir es auch gekocht. Sehr, sehr schön. Gut, dann hätten wir alles fertig gekocht, ne? Ja. Sehr schön. Na, und los geht's. Mein liebes Pferdchen.
Wo ich hin? Da. Habe ich hier schon einmarkiert, okay. Sehr schön. So, dann los geht es. Dann reiten wir mal. Oder zur Kopfgeldjagd. Ja, reiten wir erstmal hin, dann machen wir es in der nächsten Folge. Und vorne. LOL. Komm runter, komm runter. Pferdchen. Okay, das, das ist tot. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, als ob das ihr wegnimmt. Also. Ja, gut, okay. Ja, gut, sie machen tatsächlich. Gut, sie machen es von den Taten abhängig, ob man das sieht oder nicht. Komm, Pferdchen, ich will dich ja nur. Genau. Bin ganz nett. Und jetzt noch mal. Genau. Ah, hat ja vollen Tritt in die Fresse gegeben. Okay, boy. Danke. Die Standpferdchen. Easy, easy, boy. Eben da als Feind gesehen. Okay. Oder eben Feindpaket bei Karte. Na gut, dann nicht. Dann habe ich es nur eingebildet. Oder es war ein Bug des Spiels. Aber auf jeden Fall soweit alles fertig. Wir haben alles. 25 Dollar immer noch. Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht zahlen, ne? Wäre ein bisschen doof von mir, aber dann haben wir irgendwie auch wenig Lust drauf, den Scheiß zu zahlen. Irgendwie als auch wenig Lust drauf. Das kann ich, war es im ersten Teil eigentlich auch schon so, dass man, meine ersten Teil hat man ja auch ein Ehre-System. Aber hat es sich eigentlich auch auf die, auf was ist jetzt eigentlich ausgespielt? Ich glaube nur auf Rabatte, ne? Oder ob du gefürchtet warst oder nicht. Ich glaube, das war aber allerdings, glaube ich, war es ja eigentlich egal. Im ersten Teil. Ich weiß es auch irgendwie nicht mehr. Ich habe irgendwie im ersten Teil. Weiß ich gar nicht mehr. Na gut, Leute. Würde ich sagen, nächsten Mal machen wir die Kopfgeldjagd. Ich habe jetzt mal wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal und zwar da am Silvester. Also haut rein. Bis dann. Tschüss. Euer Pyrus.